Ich sah einen Vogelschwarm am Himmel kreisen, mein Herr. Ich ging näher und fand einen wunderschönen Ort. Ich saß nur da und schaute, verlor das Zeitgefühl. Wir alle brauchen dieser Tage Inspiration. In Kriegszeiten sollten Krieger solche Orte aufsuchen und Haikus schreiben. Es heißt, die Kunst des Haikus bereite Geist und Körper auf den Kampf vor. Stimmt das, mein Herr? Ja. Doch nicht nur Kriegern kann Poesie zugutekommen. Stillhalten. Könnt ihr irgendwo hingehen? Ich weiß nicht, mein Herr. Ich war auf der Straße unterwegs, als ich auf ihren Außenposten stieß. Die Mistkerle verschleppen jeden, der passieren will. Ich räume die Straße. Versteckt euch so lange. Fahrer, Lobo. Flotter, Lobo! Yes!
Jin von Lanincheng! Nichts was! Oder Jagd Bollern! Alles wird wieder gut. Endlich frei! Ihr seid sicher? Ich kann das nicht. Ich kann niemanden töten. Das nicht geht. Ihr müsst mir helfen! Stillhalten. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht. Gebt auf euch Acht. Es wird nicht lange dauern. Es ist vorbei. Ich danke euch. Geht. Leb wohl. Hm?
Hui! Arvo! Nicht! Es ist zu gefährlich! Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig.
Schnell, Lobo! Auf zu grübeln, Jin. Hör doch wenigstens einmal auf zu grübeln.
Hui! Arvo! Siebste geht! Doch, der Chatter! Hui! Und du gibst der Harta! Bald seid ihr frei. Darum habe ich gebetet. Vorsicht da draußen. Hinten liegen Mutter. Das ist zu gefährlich. Jammer, nicht im Haar. Ich rühre mich nicht, bevor es sicher ist. Ich hatte so viel Glück. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Bis sie tot
Erkennt Pagayu! Alles wird wieder gut. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Die Strohhüte waren sich immer selbst am nächsten. Keine Überraschung. Mein Herr, habt ihr einen Moment Zeit? Die Invasoren sind fort. Das ist es nicht, mein Herr. Eine Gruppe Banditen terrorisiert Komoda. Sie haben meine Familie abgeschlachtet, wie Tiere. Dann werde ich sie jagen wie Tiere. Wo töteten sie eure Familie? Bei uns zu Hause, nördlich von hier, am Fluss. Ich nehme dort die Spuren der Banditen auf. Wie ist euer Name? Saki, mein Herr. Ich räche eure Familie, Saki. Was war da? Mongolen. Ich fragte mich oft, woher. Sakis Haus sein. Sollte drin nachsehen. Er hat sich gewehrt. Kaltblütig ermordet. Eine Karte. Dieser Ort ist markiert. Was steht da? Dann sind wir endlich zusammen. Das war kein zufälliger Angriff. Nichts weiter hier. Ich sollte draußen nachsehen.
empört. Wollte die Familie beschützen und starb. Viele Männer hier gingen zur Straße. Helft mir, mein Herr! Was ist hier passiert? Ich hörte, das alte Ketschi-Gehöft wurde befreit. Ich wollte Pferde und Medizin dorthin bringen. Ein paar Banditen kamen mir in die Quere und nahmen mir alles. Wisst ihr, wo sie hin wollten? Sie erwähnten Komoda. Oder was davon übrig ist. Ich folge ihnen. Könnt ihr laufen? Ketschi ist nicht weit. Ich glaube schon. Findet diese Bastarde. Sie fanden das lustig. Komoda, du könntest die Banditen sein. Zeig mir, was ihr könnt! Stellt euch vor, ihr tötet eure Familie von den Banditen. Vielleicht war er das. Aufpassen! Ich töte dich! Kann nur er sein. Los geht's. Mein Herr, lasst ihr mich gehen? Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, worüber haben diese Männer... So ein armes Mädchen. Sie war in Haruo verliebt.
Er hatte das Sagen. Sie verriet ihm, wo ihre Familie ihren Reis versteckt. War ihr Name Saki? Ja, Saki. Sie dachte, Haruo würde dasselbe empfinden. Stattdessen tötete er ihre Familie, nahm den Reis und ließ sie im Regen stehen. Und ich war das Instrument ihrer Rache. Verschwindet! Ich werde ein Wörtchen mit Saki reden. Ihr wirkt gedankenverloren. Ist alles in Ordnung? Es herrscht zurzeit so viel Angst, mein Herr. Doch es gibt noch Orte der Schönheit, die uns erinnern, was wirklich zählt. Selbst die Vögel wissen es. Ich folgte ihnen zu einem Ort, der mich mit Frieden erfüllte. An solchen Orten schrieb ich früher Haikus. Nirgends konnte ich Geist und Körper vor einem Kampf besser fokussieren. Hoffentlich findet ihr bald wieder Frieden, Fürst Sakai. Wir sind tot. Eine Frage der Zeit. Hier. Was geht hier vor sich? Eine seltsame Tragödie, mein Herr. Wo ist Saki? Sie hat sich im Fluss ertränkt. Wie ich es verstanden habe, fühlte sie sich schuldig am Tod ihrer Familie. Sie wurde von den Banditen manipuliert, auf die ihr traft. Ich habe sie unschädlich gemacht. Danke, mein Herr. Vielleicht hat das alles doch etwas Gutes. Sehen sollen. Onkel und Neffe kämpfen Seite an Seite. Ich bin neulich dem Rock. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Unfassbar, wie schnell die Mongolen alles eingenommen haben. Etwa in der Vorderung. Das hier wird nicht. Mein Bruder erzählt, manche Menschen trinken so viel. Hm?
Tür! Ganz ruhig. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Samurai, Tokrok auf!
West Samurai. Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Wäsche. Noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Ich habe es nicht getan. Es heißt, ein Schmuggler hätte eine sichere Route nach Tsushima entdeckt. Ihr wisst das nicht, um wahr zu sein. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Euer Schutz ist meine Pflicht. Wir sehen uns wieder. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Eure Klinge ist bereit.
Es wäre eine Ehre, eure Pläne zu bearbeiten, mein Herr. Wasser und Geist ruhig. Dunkelheit weicht hellem Licht. Standhaft stehen wir. Bald können wir ausruhen. Hier.
Den Nigel muss ich so. Ich schulde euch etwas. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Tsushima wird... Hui! Arvo! Betty! Here you Bitte, helft mir! Alles wird wieder gut. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Vorsicht da draußen. Der kommt zum Tevla! Tische! Oi! Und auch ich zu Hause! Bitte nicht!
frei. Einen Moment lang dachte ich, ihr wärt Gosaku selbst. Bitte nehmt diesen Schlüssel. Er würde euch seine Rüstung gewiss überlassen. Sie war gleich hinter mir.